Hallo Leute, ich bin Legendkiller und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen One Way Smoke Tutorial. Diesmal auf der Map Nuke, da sich das jemand unter meinem letzten Video gewünscht hat. Also unter das Video hat sich das halt jemand gewünscht. Und wie ihr wahrscheinlich an der Videolänge schon erkennen könnt, gibt es auf Nuke leider nicht so viele One Way Smokes. Ich habe auch nur One Way Smokes für die CTs gefunden. Von daher, ich weiß nicht, ob ich irgendwie nicht richtig gesucht habe oder nicht richtig geguckt habe. Tut's mir leid, wenn ich welche übersehen habe. Wir fangen mal an mit einer Secret Smoke. Dafür braucht ihr einen Teamkameraden, der hier irgendwie auf Heaven spielt. Dann müsst ihr halt gucken, ihr seht hier unten den Schatten von dem Fenster da oben. Dann müsst ihr halt gucken, dass dieser Stahlträger ungefähr auf einer Höhe mit dem Schatten ist und dass ihr mit dem Rücken hier zu der Wand steht oder an der Wand steht. Wie gesagt, einfach gucken, dass das hier so auf ungefähr auf einer Linie ist. Oh Gott. So, dann holt ihr am besten die Pistole raus und schießt das Fenster hier auf. So, jetzt müsst ihr gucken. Ihr seht ja hier an dem Fenster diesen Querbalken. Der geht ja hier weiter sozusagen auf dem Dach. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr den zweiten nimmt. Also hier 1, 2. Und hier müsst ihr dann von dem Balken aus einfach weitergehen, bis ihr zu dieser Strebe hier kommt. Und da müsst ihr ungefähr die Smoke-Granate hinwerfen. Die fliegt dann, prallt da ab und landet dann im Secret. Und wenn ihr dann hier versuchen rauszupushen, dann könnt ihr die schön wegholen. Okay, nicht so weit. Wo bin ich denn jetzt gerade? Hier unten seht ihr halt, gibt es so eine Lücke. Dann könnt ihr die da wegmachen. Oder hier, wenn die da sind, könnt ihr die dann da wegmachen. Und gucken wir mal. Okay. Gucken wir uns das Ganze natürlich nochmal von der anderen Seite an. Wie gesagt, ne? Hier der Schatten von dem Fenster, also von dem ersten Fenster, auf eine Höhe ungefähr mit dem Stahlträger hier. Dann hier auf das Fenster gucken, die Scheibe da einschießen. Und dann seht ihr hier, ist ja ungefähr auf einer Höhe das, diese waagerechte Strich. Dann einfach den zweiten Balken und von da aus dann einfach dahin aimen. Die Smoke kommt dann da auf. Prallt ein paar Mal ab. Und wenn ihr hier seid, man sieht nichts. Kann man gleich durchgucken, aber man sieht den immer noch nicht. Und wenn man von hier kommt, sieht man auch nichts. Und da steht ja der Bot unten. Seht ihr? Und diesmal, die ist jetzt schon weg. Und wie gesagt, von der anderen Seite habt ihr es ja gerade eben auch gesehen. Also das ist die erste Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir zur zweiten Outside Smoke. Diese Smoke ist ja, sag ich mal, ein bisschen ja, tricky, beziehungsweise müsst ihr ein bisschen aufpassen, wo ihr steht. Und zwar müsst ihr dafür einfach auf diese Boxen hier drauf jumpen, auf die erste. Dann seht ihr hier immer diese Metallteile, womit die Kiste wahrscheinlich zugenagelt ist. Dann müsst ihr einfach hier oben auf dieses Metallteil zielen, dann mit Rechtsklick die Granate fallen lassen. Dann auf den roten Container jumpen und euch hier so halb in der Smoke verstecken. Dann könnt ihr halt da durchgucken und die Typen, die da vorbeikommen, abballern. Und ja, gucken wir mal von der anderen Seite den Bot dahin. Warten, bis die Smoke weg ist. Ah, jetzt gucken wir uns das mal von der anderen Seite an. Wir springen, wie gesagt, auf die erste Kiste drauf. Zielen da oben hin und dann mit Rechtsklick die Granate fallen lassen. Und wenn die Typen dann hier vorbeikommen, ihr seht den Bot da oben, wie gesagt, nicht. Könnt ihr hochjumpen, wenn ihr hier oben seid, dann sieht man da so ein bisschen vom Kopf. Aber wie gesagt, bei der Smoke müsst ihr halt aufpassen. Ihr müsst halt hier richtig stehen. Sonst können die Typen euch, wenn ihr halt zu weit rausguckt, kann man euch von da aus sehen. Und damit könnt ihr dann außen erstmal abgucken. Hier auf den Container drauf. Dann könnt ihr hier erst abaimen. Dann hier abaimen. Da gucken, ob was ist. Und ich glaube sogar ein bisschen auf dem Silo. Ja, okay, Silo nicht so weit, aber hier so ein bisschen halt nach außen könnt ihr dann abaimen. Jo, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir zur nächsten Smoke-Granate, One-Way-Smoke. Diese Smoke ist, ja, keine richtige One-Way-Smoke, sondern eher eine Bug-Smoke. Ich glaube, die werden viele von euch kennen. Und zwar, wenn ihr am besten außen geht, dann könnt irgendein Teammate hier lang für euch erstmal eine Smoke werfen oder beziehungsweise dass die Gegner nicht pushen, dann könnt ihr dann noch eine Flash hinterher werfen. Natürlich eine bessere als die hier. Und dann müsst ihr hier einfach irgendwo an der Nähe vom Zaun, am besten hier, wo so gerade zwei Zaunstücke aneinander kommen, also entweder hier an die oder irgendwo hier, wo halt so zwei Stück aneinander kommen, wenn ihr dann hier um die Ecke kommt, einfach da so in die Nähe eine Smoke werfen. Wenn okay, die ist jetzt ein bisschen weit. Aber ich hoffe, man sieht das im Prinzip schon.
Seht ihr? Ihr könnt halt den Zaun im Hintergrund sehen und ihr könnt halt alle Gegner, die vor dem Zaun sind, könnt ihr dann auch sehen, je nachdem wie ihr euch positioniert. Hier, und wenn die Gegner dann halt da durchmarschieren, könnt ihr die dann einfach holen. Und wie gesagt, ist halt keine richtige One-Way-Smoke. Okay, theoretisch schon, aber ist halt auf dem Bug basierend. Und die gleiche Smoke zeige ich euch nochmal von Main aus. Und zwar, wenn ihr jetzt, ich weiß halt nicht, wie die meisten spielen. Wir spielen halt meistens so, dass ihr eine außen deckt und der eine deckt dann hier mit Pommes oder Squeaky hier ab. Und wenn der Außenspieler irgendwie fällt oder sagt, ja, die pushen außen durch, könnt ihr hier die Granate werfen. Und dann gucken wir mal hier, wenn die dann da vorbei rushen und ihr steht hier so, halt je nachdem, wie ihr euch hinstellt, jetzt seht ihr halt die linke Hälfte vom Zaun. Wenn ihr euch hier weiter rüber stellt, seht ihr die andere Hälfte und dann seht ihr halt die Gegner. Wenn die da durch, jetzt sieht man sogar beide, je nachdem, wie man halt aimt, müsst ihr halt gucken. Als wenn ihr hier drin steht, dass ihr dann die Smoke irgendwie so wirft, dass ihr das halt gut sehen könnt. Guckt ihr vorher, ob hier keiner kommt und dann war die, glaube ich, zu kurz, ja. Ist, wie gesagt, ist halt keine, ist eher so eine Buggy-Smoke als jetzt eine wirkliche One-Way-Smoke. Okay, ich hätte vielleicht warten sollen, bis die erste vorbei ist. Aber ihr habt halt das Prinzip gesehen. Es gibt, glaube ich, an ein paar Stellen, wo dieser Zaun halt ist. Wie ihr hier seht, da könnte man so ein bisschen da durchgucken. Und das Gleiche geht natürlich auch mit, was heißt natürlich? Das geht hier auch mit dem Vent. Wenn ihr da eine Dingens hinwirft, eine Smoke. Seht ihr? Der ganze Vent ist abgesmoked, aber das Dingens ist noch offen, dass man da durchgucken kann. Und sobald dann halt ein Gegner rauskommt oder dann eine Waffe durchsteht, eine Waffe durchzusehen ist, so, dann könnt ihr die pieken, seht ihr? Die Vents, die sind immer noch sichtbar. Das heißt, wenn halt beides gesmoked sein sollte, dann könnt ihr gucken, aha, rechter Vent wurde aufgeschossen, da kommt einer und dann ballert ihr da durch und könnt ihr euch den holen. Und ja, das waren mal so zwei Buggy Smokes. Kommen wir zur nächsten Smoke. Kommen wir zur nächsten Outside Smoke. Die Smoke ist jetzt ein bisschen besser als die oben von der Kiste, weil oben auf der Kiste müsst ihr halt immer gucken, dass ihr richtig steht. Aber die Smoke ist ein bisschen besser. Von daher, ja, zeige ich sie euch. Am besten geht ihr halt hier an diese Kiste entlang, bis ihr hier halt nicht mehr weiterkommt, weil ihr an der Kiste stecken bleibt. Und dann guckt ihr, müsst ihr euer, hier auf diesem roten Container ist ja dieses, da ist ja dieser Stern da. Da müsst ihr euer Fadenkreuz drauf positionieren. Und dann, sobald ihr hier an der Kante angekommen seid, ihr lauft einfach darauf zu, müsst ihr die Smoke-Granate loswerfen. Das heißt, ihr macht die bereit, lauft und ungefähr, wenn ihr auf Höhe der Kante seid, das heißt ein bisschen spät, müsst ihr die Smoke dann loswerfen. Und wenn ihr euch dann hier in die Ecke hincroucht, oder ihr könnt auch, glaube ich, stehen, nee, stehen nicht so, hier hincroucht, könnt ihr die Gegner halt, die da versuchen zu pieken, halt wegballern. Und ja, wenn das halt kein Full-Gegner-Team ist, dann denken die wahrscheinlich, ach, die Smoke ist von einem Teammate. Und wenn dann vielleicht da durchwascht und ihr könnt die dann holen, könnt ihr auch wahrscheinlich dann mit der hier kombinieren, sodass das halt einer ungefähr hier steht und die wegballert und dann einer mit der außen Smoke, die werde ich euch, glaube ich, später noch zeigen. Ich weiß nicht, wie ich die zusammenschneiden werde. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal von der anderen Perspektive an. Position, okay. Also, gucken wir uns das Ganze, wie gesagt, von der anderen Position an. Hier gegenlaufen, bis man da stecken bleibt. Dann auf diesen Stern zielen und dann ab der Kante ungefähr. Ich glaube, auch wenn die Kante ungefähr aus dem Bild raus ist, dann könnt ihr die loslassen. Wenn man dann hier um die Ecke kommt, dann seht ihr. Weil sind jetzt diese Striche zwar ein bisschen im Weg, aber ihr könnt da nichts sehen. Und man könnte auch denken, dass das halt vom Teammate ist, der die Garage zugesmoked hat. Müsst ihr natürlich mit euren Teammates absprechen, dass ihr da echt diesen eurem Sniper oder AWP-Spieler halt hier nicht zusmoked. Aber wenn ihr halt der Außenspieler seid, dann, wie ihr sehen könnt, da ist der Bot. Den hat man hier gerade nicht gesehen. Wenn ich euch nochmal demonstrieren. Ja, ungefähr, wenn das halt aus dem Bild geht, diese Kante, dann, seht ihr? Da ist er. Kann man halt nicht sehen. Wie gesagt, müsst ihr halt nur gucken mit eurem AWP-Spieler, weil wenn ihr hier echt snipt, dann habt ihr eben die Sicht genommen. Und das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir zur nächsten Smoke und diese Smoke ist, ja, eigentlich doch eine T-Smoke. Ich habe ja eigentlich am Anfang gesagt, ich habe keine T-Smokes. Aber das ist eigentlich so eine, ja, T-Smoke, beziehungsweise so eine A-Zurückhol-Smoke. Und zwar,
wenn wir hier Pommes oder Blue Box, je nachdem, wie man es callt, smoken. Und zwar, wenn ihr hier reinkommt, sieht man ja halt direkt diesen fetten Stahlträger mit der Lampe dran. Dann geht ihr hier rechts von, wo dieses Blut hier zu sehen ist oder was auch immer das ist. Dann aimt ihr ganz nach unten und euer Fadenkreuz halt genau da drauf, wo diese vier Platten hier, also die linke, rechte und alles, wo das halt alles genau aufeinander kommt, müsst ihr da drauf aimen und dann einfach mit Rechtsklick eine Granate fallen lassen. Die wird dann Pommes so smoken, dass wenn ihr hier unten rechts ans Fenster geht, ihr nach außen zur Main gucken könnt. Ihr könnt hier hinter den Dance gucken, könnt oben ein bisschen gucken. Nur wenn ihr hier zu weit geht, dann sieht man halt nichts. Aber so könnt ihr halt gucken, aha, da kommt einer von draußen. Oder wenn der Abespieler draußen versucht, hier reinzukommen, könnt ihr den hier versuchen zu pieken. Und ja, stellen wir mal den Bot hin und gucken uns das Ganze nochmal von der anderen Seite an. So, da stimmte wohl gerade irgendwas mit meinen Aufnahmen nicht, aber egal, wie gesagt, wir zeigen euch das jetzt mal, oder ich zeige euch das mal von der anderen Seite. Seht, der Bot steht da, kommt dann hier rein und zählt auf dem Boden, ungefähr wo die Teile sind, da rechtsklick fallen lassen. Und wenn dann einer hier von draußen kommt, der, ja, der sieht da nichts, der denkt, da hat irgendjemand anders gesmoked, kommt dann hier um die Ecke und dann spätestens hier sollte der schon längst einen Header haben können oder Header sitzen haben müssen. Und man sieht da nichts, man sieht auch von hier oben aus sieht man halt, na okay, jetzt sieht man den, weil die Smoke weg ist. Nochmal. Lol. Nochmal das Ganze, wie gesagt, einfach hier, wo der rote Fleck ist, da unten hinwerfen. Und dann gucken wir mal von hier oben. Man sieht nichts. Ist so, glaube ich, mit einer der nützlichsten Smokes hier auf Nuke. Ja, das war's auch noch. Mit der Smoke gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zu einer Smoke für die CTs auf Ramp. Dafür müsst ihr halt gucken, am besten, ja, dass da halt keiner euch pusht. Und wenn ihr dann Zeit habt, könnt ihr die Smoke, wenn ihr hier einfach kommt, zwischen die beiden Kisten werfen. Wenn ihr jetzt dann auf diese große Kiste drauf jumpt, könnt ihr von hier oben, könnt ihr halt hier durch den Smoke gucken. Ich würde mich vielleicht nicht direkt vorne hier hinstellen, sonst kann man euch eventuell sehen. Wenn ich aber hier hinten hinstellt, seht ihr, könnt da durchpieken und könnt die Gegner alle, die hier durchwaschen, holen. Könnt auch, ja, ich weiß gar nicht, mit der Strotflinte würde eventuell auch von der Entfernung her reichen. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal aus der anderen Perspektive an. Ja, wie gesagt, ihr könnt mal versuchen, ob eine Schrotflinte über die Entfernung reicht, würde ich euch aber eventuell nicht empfehlen. Eine Maschinenpistole wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, so eine P90 oder UMP oder sowas auf die Entfernung. Kann man auch mal in, ja, eventuell in der Echo spielen, hier oben eine Smoke, mal ein paar Gegner holen. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal von der anderen Perspektive an. Zack, dann kommen sie, oh, No Clip ausschalten. Kommen die Gegner halt hier um die Ecke gewascht. Ne, ihr habt dann wieder euren Sniper da hinten wahrscheinlich zugesmoked. Und dann kommen die hier um die Ecke und, seht ihr? Ja, okay, doch, jetzt, wenn die Smoke langsam weggeht, kann man den erkennen. Wir smoken nochmal nach. Wie gesagt, die kommen dann hier um die Ecke gewascht. Kommen hier und, zielen, die denken hier, oh, ja, gut abgesmoked. Kommen hier, gucken hier und dann haben die wahrscheinlich schon links einen sitzen. Und erst wenn man dann hier ungefähr ist, auf der Position hier, dann kann man den ungefähr erkennen. Ihr müsst nur halt gucken, dass ihr eurem Sniper, wie gesagt, genau wie bei außen, dass ihr euren Sniper halt vorher Bescheid sagt oder dass ihr dann sagt, ja, kauf mal keine Sniper. Obwohl, man könnte da sogar. Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Zack. Gucken wir mal. Ich glaube, da könnte man sogar für die AWP nutzen. Nochmal mit dem Bot hier hin. Ja, das reicht sogar noch für euren Sniper. Und, Leute, gucken wir uns das Ganze mal. Das habe ich jetzt gerade nur zufällig herausgefunden. Gucken, smoken wir nochmal nach. Und hier einer versucht zu pieken. Ey, guck. Er hat schon. Er kann zwar noch, aber ist schon ein bisschen schwerer. Und hier auch so zu pieken. Der wird dann vielleicht da pre-aimen oder so. Und dann hier gucken. Ja, okay, doch. Unten erkennt man den so ein bisschen. Ja, wie gesagt, das war jetzt die Smoke. Und gehen wir weiter zur nächsten. Das ist schon schwieriger zu erkennen. Naja, gehen wir weiter zur nächsten Smoke.
Kommen wir zur letzten Smoke auf Nuke. Und das ist wieder mal eine Rampe Smoke. Diesmal für den AWP-Spieler, der hier hinten spielt und da in Radio rein aimt. Und zwar, wenn ihr dann hier geguckt habt oder kann gepiekt habt oder euer Team hat da gesmoked habt, könnt ihr, wenn ihr hier drauf steht, einfach mit Rechtsklick eine Smoke fallen lassen. Dann könnt ihr hier drunter euch hinbücken und versuchen, jemanden zu pieken. Ihr seid zwar immer noch sichtbar, aber ihr seid halt nicht mehr so gut sichtbar, wie als wenn ihr hier normal ohne Smoke stehen würdet. Deswegen packen wir mal den Bot hin, lassen ihn bücken. Boah, was war das denn für ein Geräusch? Gucken, schmeißen die nächste Smoke. Gucken uns das Ganze halt von der Perspektive an. Kommt hier um die Ecke. Guckt halt so und ja, seht ihr? Man erkennt ihn zwar minimal, aber jetzt erkennt man ihn besser, wenn die Smoke ein bisschen weg ist. Wie gesagt, One-Way-Smokes basieren größtenteils halt darauf, dass die Gegner die Smoke nicht kennen. Und wenn man halt hier so... Okay, jetzt ist die Smoke weg. Gucken, gibt es eigentlich einen Unterschied? Ich werfe die mal hier so, in die Richtung. Wenn die dann hier mit der AWP um die Ecke kommen. Okay, doppelt gezoomt sieht man das schon. Ich glaube, das ist auch immer eine Sache halt, wie die Smoke oben drauf landet und wie die Smoke sich gerade verteilt. Aber auf jeden Fall ist das auch eine One-Way-Smoke, beziehungsweise eine Smoke, der ihr dann halt nicht so gut gesehen werdet. Probieren die mal so möglichst weit auf die Kante drauf zu legen. Gucken. Seht ihr? Ist ziemlich schwer zu erkennen. Also möglichst nah an der Kante hier, also möglichst nah an... Moment, wir warten wieder, bis die Smoke weggeht. Um zu gucken, also ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, möglichst nah hier an der rechten Kante. Das heißt, wenn ihr hier drauf springt, möglichst nah hier so fallen lassen. So dass ihr halt... Mal Platz hier. Dass ihr hier halt noch durchpieken könnt. Die euch aber nicht mehr so gut sehen können. Ja, das war's eigentlich auch mit den Nuke One-Way Smokes. Ist, wie gesagt, sind nicht so viele. Ich habe schon versucht, diesmal etwas ausführlicher zu machen, beziehungsweise nicht so hektisch zu machen wie beim letzten Mal, aber ich glaube, immer noch ziemlich viele Versprecher, ziemlich hektisch gemacht. Trotzdem bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und ja, schreibt es mir doch am besten in die Kommentare, welche Map ihr als nächstes haben wollt, ob ihr überhaupt eine Map als nächstes haben wollt, denn mir machen sowas Spaß. Man lernt natürlich selber was dazu, denn ich spiele Nuke auch ziemlich oft, eigentlich so die meistgespielteste Map von mir. Deswegen habe ich das jetzt auch genommen, vor allem weil es auch noch ein User-Vote dazu war, beziehungsweise User-Wunsch. Gibt, glaube ich, nicht so viele zu der Map hier, habt ihr ja alle gesehen, beziehungsweise alle, die ich jetzt gefunden habe. Es gibt noch eine Smoke, die kann ich euch wahrscheinlich so mal hier als kleines Bonusmaterial hinzupacken, aber die funktioniert jetzt nicht so richtig. Und zwar, wenn der Gegner hier steht, funktioniert die Smoke, wenn die Gegner aber hier stehen, funktioniert die Smoke nicht, deswegen ist das halt so ein bisschen gefährlich und ist eigentlich auch nur was für Fortgeschrittenere. Und zwar muss man hier diesen Jump können, dass man von hier aus auf dieses weiße Teil drauf jumpt, denn eins möchte ich euch noch als kleinen Tipp geben, ihr könnt hier ziemlich weit laufen. Seht ihr? Oder habt ihr gesehen? Eigentlich sollte ich ja hier schon, wenn man auf den Boden guckt, müsste ich ja schon längst runtergefallen sein, weil ich ja hier eigentlich schon in der Luft schwebe. Und dann müsst ihr halt hier jumpen, um dann da oben auf diesem weißen Teil drauf zu kommen. Also eher nur was für fortgeschrittenere User. Und dann müsst ihr halt gucken, ihr seht ja immer diese Streifen hier, den dritten Streifen ungefähr, wenn ihr steht. Müsst hinter dieser Spitze sein. Dann bückt ihr euch, holt die Smoke-Granate raus und dann seht ihr diesen Querstreifen da. Am besten da rechts diesen Punkt nehmen und mit Rechtsklick die Granate fallen lassen. Und wenn ihr dann hier steht und aufsteht, könnt ihr die Typen, die da sind, halt pieken. Nur wie gesagt, wenn jemand da hinten ist, der sieht euch dann wahrscheinlich, selbst wenn ihr hier gebückt seid. Von daher ist das eher was für Leute, die... Scheiße, das war eine dumme Idee, den Bot hier erstmal hinzuholen. Ja, nur für Leute, die den Jump hier können und zudem ist sie halt nicht so effektiv, deswegen habe ich überlebt, sie überhaupt reinzupacken. Wie gesagt, hier dritte Strebe, dahinter. Dann bücken, Rechtsklick da drauf. Und wenn man dann halt, wie seht ihr hier, seid ihr ziemlich gut zu sehen. Wenn ihr aber hier seid, dann, ja okay, die Smoke war jetzt nicht gut geworfen, aber normalerweise sieht man den da oben nicht, vor allem wenn man sowieso sich dann eher auf
Garage und Main konzentriert, dann könnt ihr versuchen einzupicken. Nur dafür müsst ihr halt den Jump können und gucken, weil die Smokes kommen manchmal je nachdem ein bisschen anders auf. Vor allem je nachdem auch wie ihr steht. Ist jetzt halt nicht so eine gute Smoke. Egal. Ich wollte eh schon lange Schluss machen, da bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören und schreibt mir doch einen Kommentar, welche Map ihr als nächstes haben wollt. Ciao.